Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ja, Polen, das Okta-Reich, wir starten rein. Ich befinde mich noch im Krieg. Und ich mich wieder. Und du dich schon wieder. Mit wem Ja, befindest du? gegen diesen komischen Estländer da. Ah, gegen den Estländer. Ja, Ja, mein. der hat ja auch noch gut was dir da später gehören soll. Ja, gut ist, dass der Typ ja eigentlich auch paulikianisch ist und litauisch und deswegen wollte ich ihn eigentlich die ganze Zeit nicht angreifen. Aber in dem Fall jetzt ein bisschen hier von seinem Reich muss ich mir holen. Danach muss ich ja, ich habe jetzt den maximalen die Möglichkeit sozusagen genutzt, was geht. Und mehr kann ich eh gerade mal nicht machen. Also man muss hier erstmal wieder 5 Jahre in Waffenstillstand und genau, von daher werde ich mich dann weiter Richtung Westen ausbreiten und hoffen, dass ich in diesem, mit diesem Herrscher noch das Kaiserreich gründen kann. Ja, mir geht's da ähnlich. Wenn ich jetzt mal schaue hier, Kaiserreich Russland, ich brauche 71. Ich hatte ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass ich, sobald ich den Tugendheld habe, Novgorod mir komplett einverleiben will. Und jetzt schau mal doch direkt mal. Das sind drei Herzogtümer mit drei. Hier sind es. Hier, das sind sieben, das sind dann 10 Titel und noch ein Elfter, den der Esplender hat. Ja, wie viel haben wir gesagt, brauchen wir für den Kaiserreich-Titel? Ja, das ist halt echt nur ein kleiner Klacks auf dem heißen Stein. Wir werden tatsächlich diesen Wladimir da dann auch möglichst schnell versuchen müssen, komplett zu unterwerfen. Okay, gut, dann drücke ich einfach mal wieder auf Play, dass wir auch mal wieder vorwärts kommen und go. So, mein Krieg macht schon dezente Fortschritte. Ich meine, ich habe plus 13% und die Grafschaft, um die es geht, wurde gerade eingenommen. Das ist auch schon mal ein Anfang. Jetzt werden wir natürlich noch versuchen, die Armee hier. Oh, das wäre ein Schuss in den Ofen. Dann ziehen wir doch direkt hier mit denen runter Richtung Hauptstadt des Gegners. Aber ich glaube, dass die das eh schon vorher eingenommen haben werden. Deshalb. Und Chili Vanille, ey. Richtig tutti. Ja, ich mache immer noch Minus. Ah, minus Prestige, das ist eigentlich auch nicht so toll. Minus Prestige ist richtig scheiße. Wieso machst du den Minus Prestige? Puh, weil ich einfach viel zu viel Militär habe, wenn ich ehrlich bin. Ach so, das liegt bei dir an ausgehobenen Einheiten. Ich habe, ja, nicht nur das, sondern ich habe auch vor allem 1000 Metzen, also diese Special Bogenschützen, die ultra stark sind. 500 leichtes Fußvolk, 500 normale Bogenkämpfer und nochmal 500 leichte Reiterei. Ah, Bogenkämpfer sind ja, beritten, glaube ich sogar. Ja, das Ja. ist halt echt schon ein Wort, ne? Ja, don't fuck with me. Ich meine, meine Armeen sind eigentlich ziemlich klein, wenn ich mir das so überlege. Ich habe jetzt 200 Bogenkämpfer, die habe ich gerade erst aufgerüstet. 100 leichtes Fußvolk, 200 leichtes Fußvolk, also insgesamt 300 leichtes Fußvolk und Ja, 100 leichte Reiterei. Also, ich ich bin überlege mal da. tatsächlich, ob ich meine Bogenkämpfe, jetzt lasse ich sie mal. Aber ich habe schon Ja. überlegt, ob ich die vernichten soll. Ich weiß gar nicht, warum ich die habe, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja eigentlich diese Special-Bogenschützen. Vielleicht kann ich von denen nur zwei Einheiten machen, ich weiß es nicht. Gut möglich. Naja, bei mir ist auf jeden Fall der Krieg gewonnen. Ich werde meine Forderungen erzwingen und meine Truppen auflösen. Rekrutieren. Und jetzt gehört uns das hier auch noch. Roslav. Das ist Teil von Slomensk. Slomensk war das hier. Genau, dem werden wir jetzt noch diesen Titel hier geben, weil wir haben ja 5 von 4. Also müssen wir einen abgeben. Und dann wird das hier später
Der Herzog von Slomensk. So, und weil wir natürlich dreist sind, der überfällt uns, führt Krieg mit jemand von uns. Ja, Tatsache, der führt gegen einen von uns eh schon Krieg. Dann werden wir einfach sein Herzogtum erobern. Ah, uns fehlt der Prestige. Aber wir können Religionskrieg um das Herzogtum führen. Und da haben wir auf jeden Fall genug. Ja, das werden wir doch glatt machen. So, alle Einheiten, alle Armeen ausheben und dann ab vorwärts in den Krieg. Wir haben ein neues Vermächtnis in der Dynastie. Ist natürlich auch sehr gut. Was nehmen wir denn? Ja, zu verstärken ist natürlich mega geil. Deshalb nehmen wir das. Wir bleiben mal ein bisschen auf der Blutlinie. Die Ruhmlinie wäre dann das nächste. Dann kriegen wir noch mehr Prestige und noch einen Ritter mehr. Und jetzt geht's mit unseren Armeen Weiter in den Krieg, in den einzig wahren Krieg, der Tschernigow komplett zu unserem Reich machen wird. sieht's eigentlich bei dem aus. Und er hat ja auch noch einen Vasallen. Der würde uns dann nicht mögen, wenn wir das aufgefressen haben, aber das will man machen. Man kann nicht von jedem geliebt werden. Ja, bis zum Tugendheld braucht man noch ein bisschen. Pro Monat plus 6,16. Wir brauchen insgesamt noch 131 Punkte. Das ist schon noch ein gutes Weilchen, bis wir da vorwärts kommen. Aber wenn sich die Armee von dem hier jetzt verzieht, alles Der tutti. Estländer scheint irgendwie keine Anstalten zu machen, irgendwie sich zu wehren. Zu Krieg mit dem? Ja, weil Ja, ich habe gesagt. der hat gerade eben noch mit jemand anders Krieg gehabt. Ah. Der hat irgendjemanden gerade eingekerkert. Wer war das denn? Keine Ahnung. Ah, da oben ist seine Armee. Da hat Krieg. Mit einem meiner, witzig, er hat Krieg mit einem meiner Vasallen. Er hatte, wenn dann. Ja, aber da oben lief die Schlacht noch oder läuft noch eine Schlacht. Naja, ich vernichte einfach mal alles. Ja, fress dich da mal durch. Ich werde dann gleich, wie gesagt, in Novgorod mit einem dicken Krieg. Das ist ein Konkubinenkind. Wer ist der Haupterbe? Da. Naja, gut. Wie sieht's hier aus? Unsere Belagerung, die läuft immer noch. Ich muss unbedingt dran denken. Ha. Gut, dass ich gerade geschaut habe. Es sind noch 3 Monate, das heißt 99%. Dann kann ich hier Dorfzentrum, Schrein, Gebetshalle und Handelsaußenposten bauen. Aber ich nehme mal an, also Also du ich. hast Stadtplanung, ja, ich habe Stadtplanung auch als Erforschung gerade. Aber bei mir Ja. bedauert das noch eine öffentliche Bauernhaft, boah, 48 Jahre. Heieiei. Das ist halt echt viel. Also ich weiß nicht, die Kultur ist, obwohl eigentlich schon recht viel Litauisch da ist, ist es halt ein Scheiß gegen wie viele Russen es gibt. Und Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Russisch geht ja aus meinem Reich raus sogar. ja, eben. Du hast halt den Vorteil, dass du außerhalb von deinem Reich eben auch die gleiche Kultur hast. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich habe ja eigentlich hier Was? oben in Litauen angefangen oder an der Grenze in Polen, aber habe ja als Litauer angefangen. Hm. Und Oh Gott, ich habe so viele Fraktionen gegen mich. Entschuldigung, dass ich dir da gerade reinbrabbel. Aber. Das sind echt ich habe ja auch eine viele. Fraktion. Bauernpöbel. 12 Mitglieder, die wollen Unabhängigkeit. 26 Monate können die mir ein Ultimatum stellen. Ja, bei mir sind sie noch alle zu schwach für ein Ultimatum. Aber eine Armee gibt's, die ist dann doch schon ein bisschen heftiger. Aber das liegt halt auch wieder daran, Tatsache, dass das so einer ist, der sich nicht bekehren lassen wollte. Na, das war ja auch das letzte Mal der Grund für den Krieg. Ah, immer die Bekehrung.
Ich habe bis jetzt eigentlich nie irgendwie Krieg gehabt, ohne dass da eine Bekehrung im Spiel gewesen wäre, die nötig gewesen wäre. Wie sieht's eigentlich aus mit unserem Lothringer? Ja, der ist katholisch. War ja irgendwie klar. Ah, warte mal, Bekehrung von. Jawoll! Johannes? Ich habe gerade eben den König von Lothringen eine Bekehrung angeboten und weil ich das Hausoberhaupt bin, hat er das dann natürlich auch angenommen. Ach was, jetzt Ja. echt? Der König von Lothringen ist jetzt Paulikaner. Guck's dir an, Ja, das komplette ich sehe Ding, es, das ist ja. richtig Ja, ich sehe es gut. tatsächlich. Ich spreade unseren Glauben. Nicht schlecht, nicht schlecht, ja. Na, da geht's Muss jetzt man das richtig so rund. sagen? Lösegeld. Oh, 25. Ja, ich mache gerade Minus. Gut, dass ich da Geld kriege. So. Dann. Kultur, Stadtplanung ist fertig. Jetzt kann ich die Onaga bauen. Das dauert dann noch 4 Jahre. Dann habe ich endlich Belagerungswaffen. Das hat jetzt auch echt ewig gedauert mit der Stadtplanung. Aber ich kann halt echt immer noch keine Besitztümer bauen. Ja, ich auch, natürlich noch nicht. Ja, ein Besitztum, ja, das ist mir bewusst, aber ich kann es ja. Ja, So. keine verfügbar. Das wird definitiv ein Sieg für mich sein. Ah, ja, mein Krieg. Das da oben geht verloren, aber das ist mir Wumps. Habe ich minus 6% und da habe ich nur 52. Na, egal. Dann laufen wir dahin und dann nehmen wir die Armee und ziehen da hinterher und versuchen die platt zu machen. Diese unnützen tut's. Wie heißt's? Tschernigow. Wo will der denn hin? Nach Slomensk. Schön, da ist Breslau. Polen sieht irgendwie interessant aus. Bisschen Ähnlichkeit mit einem Kuhkopf, der. Ja, Mann, das ist ein Kuhkopf. Mit echt weit auseinandergespreizten Ohren. Also mit richtig viel Fantasie. Ja, ihr sollt da nicht abhauen, ihr sollt ja zurückkommen. Hier. Ich will euch platt machen. Oh ja, das ist gut. Wo willst du denn dann hin? Willst du eher auf die Stadt ziehen? Ja, dann. Ah, wobei. Machen wir mal außerhalb von der Stadt, dass da die Belagerung weitergeht. So, und einfach, dass es richtig übertrieben auf die Fresse gibt. Die sieht das überhaupt keinen Sinn. Ist das die Chefin? Ja, Tatsache, das ist die Chefin. Ha, cool. Gut, Forderung erzwingen. So sei es. Alles auflösen. Auch wirklich. Ja, das Okta-Reich wächst und wächst. So, das ist dann das hier. Wem gehört das hier? Dem. Stimmt. Das hatte ich verkackt. Ah, der kann 5 nehmen. Ja, wenn ich es verkacke, dann verkacke ich es halt richtig. Und dann kriegt er noch die 2. Der liebt mich ja. Mein Cousin. Können wir ruhig machen. So. Jetzt bin ich hier tatsächlich mit Chazari schon richtig an der Grenze. Okay, der hätte ausgehoben insgesamt 11.000 Truppen. Das ist halt echt viel. Wer, was? Mit wem führt der hier Krieg? Oh nee. Ja, dann bist du halt eigenwillig. Das ist schon okay. Möge ihr stark und weise werden. Wer ist das? Ein Enkel von mir. Jo, darf er ruhig. Darf ruhig stark und weise werden.
Raubgieriger Empathiker. Okay. Was war denn jetzt mit dem? Der hat hier Krieg mit dem und mit meinem Dude. Der will den auffressen. Das da will er auffressen. Junge, der ist halt echt mächtig, der Kerl. Was, Verbündeter? Was, ich bin mit dem. Seit wann bin ich mit dem verbündet? Okay. Gegen wen geht's? Gegen Upland. Ist mit Upland verbündet, ne. Nee, gegen Upland ist Upland. weg. Ich bin mit Samogazia verbündet. Das ist innerhalb von Estland eine. Herzogtum. Genau, ein Herzogtum. Ja, ich habe mit denen irgendwie ein Bündnis. Das ist das, was du dir wahrscheinlich als nächstes dann von Estland auffrisst. Ja, ich muss jetzt dann. Da gehe ich nicht gegen vor. Es muss jetzt entweder Novgorod. Oh, ich bin der Tugendheld. Jawohl. Jetzt ist die Frage: Wie viel hat der hier? Ah, der hat halt mehr als nur das eine Königreich. Ja, dann nehmen wir den. Der hat jetzt 4000 Truppen. Ich habe 6000. Ja, das kriegen wir hin. Ja, das kriegen wir doch gebacken. Dann verlege ich direkt mal meine Streitmacht nach hier oben. Und dann einfallenden Königreich, Ziel ändern, Novgorod. Ah ne, nicht einfallen, hier. Religionskrieg um Königreich, genau. Ziel ändern, Novgorod. Bestätigen. So, jetzt hole ich mir da ein Riesenstück vom Kuchen. Ja, komm. Krieg erklären. Alle Armeen ausheben. Junge, das gibt jetzt einen richtig fetten Krieg. 59 Grafschaften. Oh, ich weiß nicht warum, aber ich bin mir nicht sicher, ob das alles so. Naja, wir werden sehen. Ja, ich bin jetzt auch so ein bisschen skeptisch, was diesen Krieg hier angeht, aber ich hole halt mal ein paar Hausmitglieder, den Lothringer, Religionskrieg um Königreich von Novgorod und den Oberhäuptling da. Ja, das machen wir auch. Ausgezeichnet. Der tritt bei. Und der Es ist halt auch. schon krass, dass die absolute Stammesautorität halt einfach minus 30 erzeugt. Ja, das ist halt schon ein Wort, ne? Das ist natürlich jetzt unpraktisch, das habe ich gar nicht bedacht hier. Aber okay, dann gehen wir hier rüber und werden hier den Feind warten. Schauen wir mal kurz, der ist eh woanders, der hat gegen überhaupt nichts zu melden. Lothringen. Oh, der hat anscheinend noch einen Krieg. Verteidigt. Das ist meiner und das ist. Was verteidigt er denn? Wahrscheinlich einen Dauert Aufstand. einfach viel zu lange, bis diese Schiffe da sind. Unabhängigkeitskrieg. Wenn ich Novgorod habe, dann brauch's bloß noch Wladimir und dann geht's auch richtig rund schon. Was geht jetzt hier ab? Minus, das ist nicht gut. Gehen wir hier jetzt rüber und nehmen das ein. Oder wir gehen dahin und rufen hier noch. Ist halt schlecht. Wir gehen dahin. Egal wie ich es gerade mache, es ist nicht geil. Ich muss auf Verbündete warten. Wo sind die denn?
Wo habe ich die denn hergerufen? Johannes, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Wäre es dir möglich, theoretisch gesehen, mir in einem Krieg beizustehen, oder bist du gerade auch stark unter Also, Pressure? ich kann dir erst in den Krieg beitreten. Oh, meine Königin ist wieder schwanger. Noch nicht, kriegt sie eine Tochter. Ich kann dir erst dann in einem Krieg beistehen, wenn ich hier diesen einen Krieg, ich wurde nämlich gerade selber zur Unterstützung gerufen, wenn ich den beendet habe und dann einen neuen Krieg erklärt habe, dann habe ich meine Truppen eh schon ausgerufen und dann kannst du mich rufen. Aber vorher nicht, bitte. Okay. Puh. Dann hoffe Warum? ich. Wen willst du denn angreifen? Ich bin schon in einem Angriff. Tja, dann wäre es schlau gewesen, vorher mit mir darüber zu reden. Nee, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich den wegmache, aber ich glaube, der hat sich Söldner gerufen. Weil ich habe hier ja 6500 Truppen stehen, aber die reichen halt echt nicht aus. 6000 Truppen reichen nicht aus. Gegen wen kämpfst du denn? Gegen No das Königreich von Novgorod. Ich will mir das doch einverleiben. Ah. Weil du auch gegen Göttland kämpfst, ne? Ja, das ist ein Krieg vom Verbündeten. Okay, die Ja, anderen Dudes können da anscheinend ich nicht kann dir dann joinen. schon helfen, aber Ich kann dich man ja in den sollte. Krieg rufen und du kannst mir, sobald du die Truppen und die Zeit hast, mir einfach joinen. Ja, eigentlich wollte ich genau das vermeiden. Weil solange meine Armeen ausgehoben sind, kann ich keinen Krieg erklären und ich muss mein Reich jetzt ausdehnen. Also, Ach so, ja, aber das dürfte eigentlich relativ flott erledigt sein, sobald der sobald meine ganzen Verbündeten eingetrudelt sind, weil das sind hier ja jetzt nochmal 836, 450, 162. Naja, aus Lothringen kann ich wahrscheinlich mit keiner Verstärkung rechnen. Und ja, da komme ich auf jeden Fall auf 7000, 8000 Truppen. Aber wäre halt nice gewesen, wenn das noch irgendwie anders gegangen, was? Anders gegangen wäre. meine Truppen sind schon auf dem Weg, Wieso damit gibt's es nicht schnell zweimal das Ende hat. Moldawien? Jo. Alter. Was? Wie viel Truppen du hast? 15.000. Ich habe gerade mal 6K, also 6,5K. Also sei froh, dass ich nicht dein Feind bin. Sei Nee. froh, dass du deinen Glauben nicht gewechselt hast. Ja. Ja, nee, ist klar. Bildungsvorzug. Ja, komm, jetzt bin ich Gelehrter. Gelehrter ist sehr, sehr cool, weil, wie man sieht, plus 5 Bildung ist halt Ihr befehligt eine Armee. absolut. Tatsache. Ah jo, höchstpersönlich reite ich hier an grad. Aber ich hätte zufrieden nehmen sollen. Egal. Da knallt's gleich. Hier. Ziehe auch schon. Idno, Joso, wurde was weiß Ich ich. ziehe auch Da schon oben. hin. Da oben gibt's auch schon auf dem Deckel von mir. Oh, das könnte. Jawohl, du hast es geschafft. Du warst noch so zeitig da. Alter, wie du die verprügelst. Die Schlacht ist ja Tja. vorbei, bevor ich da eintreffe. Ja. Achtung. Und vorbei. Niederlage. Jetzt komme ich noch kurz dazu, dass einmal 14k da steht. So, 39%. Das siehst du, das geht jetzt ratzifatz. Ja. Die anderen Verbündeten da, die sind auch Hier ist einfach aber nur. ganz schön knapp. Da oben die Schlacht. Ja, aber gerissen. Da, nein, ich habe noch einen Sohn gekriegt, ey. Ja, da musst du dem ein Herzogtum abdrücken. Ah, nee, Ja, stimmt. Beim ist Königreich auch kriegt dein nichts. König. Stimmt, beim Königreich erbt dein König. Ja, Du erbst dein Königreich. dann musst du jetzt tatsächlich expandieren dann. Und zwar stark expandieren. So ist es. Am besten eigentlich. Warte.
Milzen, ja. Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Wenn du da das Herzogtum aufbrichst und kannst Das. Ja. Lupsko kannst du auch noch wegmachen und Masuren und Vielleicht aber alles nur. wenn der Krieg hier rum ist. Richtig. Und wenn der andere Krieg im Süden hier auch rum ist, weil der geht mir nämlich eigentlich auch. Jetzt denke ich, hier meine Verbündeten unterstützt. Es ist halt richtig geil, dass ich tatsächlich insgesamt nur 4 Kinder habe. Und das sind 3 Töchter und ein Sohn. Das ist optimal, ja. Ich bin jetzt halt mittlerweile schon 59, Alter. Das wird halt eine richtig, richtig knappe Nummer. Bis ich, ja. Na egal. Nein, Ich löse mein. meine Armeen hier mal auf. Echt, ich habe nicht genug Geld, um einen Hofarzt einzusetzen. Festmarkt, Hä? Wieso ja. habe ich jetzt nur noch 9%? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, 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 Und jetzt sind es nur noch 8? Hä? nicht. Ja, weiß nicht. Ach, Kriegspunkte durch gehaltene Ziele. Ah ja, der hält ja seine Hauptstadt die ganze Zeit. Muss jetzt halt auch. Der hat sich jetzt halt echt voll verdrückt. Der ist da hochgelaufen und hat jetzt Angst irgendwie. Ja, du schaffst es schon. Wird jetzt halt ein Weilchen dauern, aber. Religionskrieg um Herzogtum. Ist vielleicht nicht so schlau gewesen jetzt, aber hätte man noch eine Sekunde warten sollen. Aber bis meine Truppen da unten sind, ey, das kann dauern. Das 9 Monate fehlen. ist wohl wahr. Ja, weil du sie in einem Krieg ausgerufen hattest. Das ist halt richtig blöd, weil der macht die mir jetzt alle kaputt. Ja, du hättest sie nicht auflösen dürfen. Ja. Während einem Krieg eigentlich nie Truppen auflösen, sonst brauchen die so ewig wegen Versorgungszeiten. Jetzt habe ich halt ein echtes Problem. Das ist echt unpraktisch, Johannes. Ja, vor allem alle gehen jetzt alle meine alles drauf. Macht er die jetzt alle weg? Haja, macht er die alle weg. Ja, okay, gut, aber sie wurden noch nicht ausgehoben. Das heißt, du kannst sie woanders ausheben. Du hast ja jetzt nicht auf einmal 0 dastehen. Ich hab Du da stand hast. überall null. Da Du stand hast. überall null Einheiten. Ja, aber du hast immer noch 15.000 auf Ja, Reserve. ja. Versetz mal den Sammelpunkt irgendwo anders hin und dann rufst du neu aus, genau. Und jetzt kriegst du da nochmal. 182 Tage, das ist ja brutal. Ja, das ist nun mal so, wenn man im Krieg seine Einheiten löscht. Ja, das dauert hier halt echt ewig, ey. Das ist eine richtig krasse Festung, die der da hat. Bin mal gespannt. Es gibt dann auch richtig gut Kohle, wenn ich das alles. Wieso habe ich minus 600 Prestige? Ja, gut, mit dem werde ich nicht mehr. Also, haben werde ich vielleicht noch, aber. Ich glaube, aus dem Minus komme ich da nicht mehr raus in dem seiner Lebenszeit. Mit plus 2,8. Dann war es das erstmal mit Kriege erklären. Aber ich meine, da habe ich noch ein Königreich. Da ich nur einen Sohn habe, ist eh chillig. So muss das sein. Du kannst auch, Jojo, du kannst deinen anderen Sohn enterben. Fällt mir gerade ein. Ah, wegen absoluter Stammesautorität, ja. Ja. Aber was passiert, wenn ich den enterbe? Das ist bestimmt nicht cool, wenn ich es ohne Grund mache. Ja, der hat dann halt, ja, der hat dann gar keine Ansprüche mehr. Wenn du den enterbst, fallen alle Ansprüche weg. Und du kannst, wenn du ihn enterbt hast, ihn, glaube ich, auch verbannen oder so. Auf jeden Fall hat er dann nur eine scheiß Meinung von dir und nicht von dem Erben dann. Enterben. Neffe. Ja, ich weiß Oh. nicht, ob es so schlau ist. Es ist so gut, gell? Ich gehe über deinen zweiten Sohn und dann steht er einfach wieder. Neffe und Cousin. Der Kreis führt sich fort. So, ja, minus 19, Verteidiger kontrolliert Die Kriegsziel. Zähne. Die greift, die haben echt viele Truppen, das ist brutal. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der so viele Truppen zusammenkriegt. Ja, ich mache mir mit dem Novgorod-Typ da auch Gedanken, weil der hat schon wieder 4.800 Truppen zusammen.
Wenn ich das hier eingenommen habe, dann muss ich da ein bisschen warten, dass bei mir Truppen nachspawnen. Weil sonst macht er mich weg. Mit seinen knapp 5000 Truppen. Das wird richtig knapp. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, 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 oh, Scheiße. Ja, Jojo, kannst du eine Armee entbehren? Mann, ey, wenn ich jetzt, der hat hier vier, nee, kann ich nicht. Ja, okay, nee, ist ja kein Thema. Da muss ich das irgendwie selbst auf die Reihe kriegen, auch wenn ich keinen Plan habe, wie. Also, ich könnte da jetzt auch nicht gerade helfen. Naja, okay, gut, ich hab's eingenommen. Ah, nice, der geht nicht auf mich. Muss jetzt irgendwie... Der geht nicht auf mich. Das ist doch super. Warum hat der so viel Mann, Alter? Der hat viel zu viel Verbündete, fällt mir gerade auf. Und ich habe zu viel gehalten. Also, das ist mir klar. Okay, das ist ziemlich cool. Weil der kann jetzt hier ruhig irgendwas einnehmen, was mir bums. Es geht um seine Grafschaften, wenn das hier eingenommen ist. Dann könnte es sein. Ja, der geht nicht auf Wiedereinnahme, das ist gut. Dann kann ich seine Hauptstadt einnehmen, dann habe ich es vielleicht schon gewonnen. Wenn ich Glück habe. Wenn ich das Königreich jetzt kriegen würde, wäre schon nicht schlecht. Oh, der würde extrem viel Land verlieren. Und ich natürlich dazu gewinnen. Ich will meinen Sohn aber nicht enterben, das ist irgendwie voll gemein. Ja, natürlich ist es gemein. Es hat ja niemand gesagt, dass du nett sein musst in dem Spiel. Ja, nee. Ist klar, aber... Oh. Oh, cool. Meine Königin hat die Eigenschaft Schwindsucht wieder verloren. Wenn der noch minderjährig ist, wird er dann trotzdem König? Dein Sohn? Ja. Ja. Er wird dann Kindkönig. Mhm. Ach, der Lothringer. Dann soll ich vielleicht wirklich drüber nachdenken, ob ich den enterb. Oh, ist nur eine Empfehlung. Ja, also, ich will halt noch warten, vielleicht schaffe ich es da irgendwie das zu vermeiden irgendwie. Ja, wenn sich's vermeiden lässt, lässt sich's vermeiden, aber geh da mal nicht nach. Das ist natürlich super geil. Bei dem habe ich ganz schön was an. Warte mal. Na, Gefangene bringen mir gar keine Kriegspunkte. Perfekt. Das heißt, ich kann die alle auslösen. Ja, hallo, ich mal 10.000 Mann, Alter. Ja, hatten, oder? Also Betonung liegt auf hatten. Ja, hatten. Ja, dann. Hätten sie die immer noch, dann hätte ich jetzt gesagt, jetzt kann ich dir im Notfall vielleicht auch ein paar Einheiten rüberschicken. Ja, ey, wenn du die zwei Armeen da von dem Dude vernichten willst, ich hab da keinen Stress mit. Das sieht eigentlich gerade tatsächlich sogar eher noch schlecht aus. Ha, neues Kulturinteresse. Ich habe Onaga auch entdeckt. Das ist bei mir wirklich das Problem. Meine Kultur, die macht echt kaum Fortschritte. Dann gehe ich mal auf die öffentlichen Bauarbeiten. 19 Jahre. Muss ich mal wieder hier fördern. Nee, die Prutzen, die sind nicht so der Brenner, du. Aber mein Dude hier, der ist der Brenner. Oder der? Ich weiß gar nicht, welche Hand jetzt die richtige gewesen wäre. Auch total... das Spiel wurde verlassen vom Crazy Toe. Oh, ich habe noch keine Meldung. Ich habe pausiert. Ja, das ist unpraktisch. Das ist sehr unpraktisch. Ja, okay, Leute. Wir haben leider ein paar technische Probleme, deswegen ist die Folge jetzt diesmal nicht ganz so lang. Wir werden uns drum kümmern, dass ihr auch die nächste Folge wieder in üblicher Länge oder Überlänge euch anschauen könnt. Lasst ein Like da, abonniert. Wir tun unser Bestes, dass das hier halbwegs ordentlich funktioniert. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.